Ja, so sieht das Lapskaus aus, wenn es fertig ist. Dazu gibt es eine saure Gurke, Rollmops und rote Beete. So, heute gibt es Lapskaus. Ja, da gibt es natürlich viele Arten von. Wir machen das heute mal so viel mit rote Beete, auch mit dem Saft. Das zeigen wir euch alles gleich. Nochmal kurz zu den Zutaten. Wir brauchen eine Zwiebel. Mal fein gewürfelt. Dann brauchen wir saure Gurken. Ja, wie viel haben wir genommen? Ungefähr, ja, drei, vier Stück. Dann haben wir hier rote Beete klein geschnitten in kleine Würfel. Wir haben eine Dose Corned Beef. Und dann haben wir hier schon mal Kartoffeln geschält und geschnitten. Und die haben wir auch noch mal, also ins Wasser haben wir noch ein bisschen Brühe und Salz reingegeben. Ja, gut, dann legen wir gleich mal los. Ja, zuerst haben wir jetzt eben die Kartoffeln aufgesetzt auf volle Flamme. Die brauchen circa 25 bis 30 Minuten. So, die Pfanne muss eben heiß sein und dann kommt halt das Öl damit rein. Und in dem Öl kommen dann erst die Zwiebeln mit rein, dann die Ich bin Gurken keine Violette. und die rote Beete. So, Pfanne ist jetzt warm mit dem Öl, jetzt kommen die Zwiebeln damit rein. Oh. So, haben wir die Zwiebeln ein bisschen angebraten und jetzt kommen die Gurken mit rein. Die Seegurken. Das sind normale saure Gurken, Sarah. Nein, das sind nicht normale. Nein, das sind nicht normale. Ich weiß Das sind saure Gurken, nicht die normalen Gurken aus dem. das. Ich weiß. Dann kommt die rote Beete mit hinzu. Ist immer noch auf voller Stufe. Ja, und wir sehen schon, die Zwiebeln färben sich so leicht rötlich. Als wenn wir so Gemüsezwiebeln genommen hätten, die rohen. Oder noch roten Kürbislauf Oder so. Das ist ganz wichtig, hier sind noch ein bisschen Wasser aus den Kartoffeln mit drauf, aus dieser Brühe. Ja. Und das kommt jetzt nämlich gleich mit in die Pfanne. Und wieso, Papa? Ja, wir löschen das schön mit ab. Ja. Also, es sieht schon sehr lecker. Ja, sieht gut. So, jetzt wird der Korn jetzt noch in geschnitten, so in Scheiben. Dann nochmal, ja, einmal durch und haben wir schöne Würfel. So, ein bisschen klein gemacht. Das kommt da gleich mit rein. Quadrat. Ja, Quadratisch. Kleine Quadrate. Und die kommen jetzt nämlich mit rein in die Pfanne. Dann noch ein bisschen Saft da noch rein zum Ablöschen. Ja, und jetzt kommt der Saft von der roten Beete mit hier rein. Das nicht. Und wir sehen jetzt schon die Konsistenz. Das wird natürlich gleich noch etwas, ja, wie soll man sagen, mehliger. Gleich kommen noch die gestampften Kartoffeln mit da rein. Und ich muss sagen, es riecht echt super. Ja, immer noch mal ein bisschen Saft reingeben von der Brühe. Das ist kein Saft, Papa.
Das ist Wasser. So, wir haben die Flamme jetzt fast runtergedreht. Ja. Und dann werden jetzt die Kartoffeln abgegossen. Und die Kartoffeln. Das kommt dann in die Kartoffeln rein. Mhm. Dann werden die Kartoffeln gestampft mit einem Kartoffelstampfer. So leicht ein bisschen. Naja, nicht ganz, also kein Kartoffelbrei, sondern so ein bisschen halt klein gestampft. Aber das ist noch eine Guss. Ja, wie gesagt, der Mix kommt jetzt rein in die Kartoffeln, die wir jetzt angebraten haben. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen, wo wir die Kartoffeln abgegossen haben, haben wir hier noch so ein bisschen Wasser überbehalten. Und das auch nochmal für die Pfanne, da rühren wir dann nochmal so ein bisschen, weil sie ein bisschen halt am Boden abgesetzt haben. Wir sehen auch schon, Wasser wird so leicht rötlich. Und das kommt jetzt auch nochmal gleich in den Topf rein. So, und das Ganze wird jetzt eben verrührt. So, wir haben gerade noch ein bisschen rote Beete-Saft hinzugegeben. Dass wir ein bisschen mehr Farbe bekommen. Ja, so sieht's aus, wenn es angerichtet ist auf dem Teller. Sehr lecker, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen echt guten Appetit. Ja, haut rein und bis demnächst. Tschüss.